So, unsere beiden Wünschelroutengänger werden wieder platziert und wir warten ab. Okay, in der Writing steigt der Preis, das ist schon mal gut. Ja, wenn ihr euch jetzt ein bisschen beeilen würdet, dann könnten wir gleich mal loslegen. Jawohl, vielen Dank. Und gleich daneben auch noch. Oh, jetzt müssen wir auch noch ein Upgrade machen. Oh, oh, das wird jetzt sehr knapp. Wir brauchen auf alle Fälle ein Pferdchen. Und eventuell, wir können uns kein zweites leisten. Ein kleines Minifeld ist das hier. Mann, 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 Mann. Und du musst natürlich, falsche Richtung. Nach links. So, jetzt bauen wir gleich mal die nächste Plattform. Bevor uns hier die Kohle ausgeht. Sehr gut. Ein etwas größeres Feld. Ich darf nicht immer so schnell hier die Leitungen ausbauen. Hier gleich daneben. Wir schauen mal. In die Tiefe, jawohl, sehr gut. Dann sollen wir nochmal einen holen. Einen stellen wir nochmal ein hier. Hier drüben muss doch auch noch irgendwo was. Oh, die ist schon wieder bedient hier, die Leitung. Oh, hier sehe ich was. Ganz hier drüben doch mal. Wahrscheinlich wieder ganz am Ende hier. Okay. Ich hätte gern hier noch irgendwo, muss doch auf der Seite auch noch was sein. Wir haben gerade mal 1200 und es ist schon ein halbes Jahr vorbei. Was ein Quatsch hier. Na klar. Jetzt müssen wir auch noch upgraden. Hier ist alles leer bereits. Und hier diese auch nur minimalst hier. Was für ein blödes Level hier. Eieieiei. Jetzt hat er hier nochmal was gefunden. Oh, hier ist riesig. Hier ist ein riesig großes Feld. Das ernten wir noch ab und dann war es das aber auch. Hier ist schon wieder alles weg.
Können wir hier vielleicht auch noch mithelfen? Naja, so riesig ist es auch wieder nicht. Ah, bereits November. Das ist ein schlechtes Jahr gewesen hier. Relativ schlecht, ja. Oh, okay. Eins ist uns noch abgegangen. Also, was ist denn hier, Mensch? Da sind wir Gott sei Dank relativ gut durchgekommen hier. Und hier auf der Rechtsseite gar nichts. 14.000 Grad mal. Und trotzdem sind wir noch besser als die anderen. So, und jetzt kann man jetzt wieder... Ah, jetzt kann man wieder Inventarauktion machen. Machen wir nochmal. So, jetzt haben aber wir hier mal den Zuschlag gemacht. Das sind offenbar wirklich Prozent hier. 3% haben wir jetzt für 6.000 gekauft. Ich 1% nur. Na. Das hat sich doch mal gelohnt. Können wir noch was upgraden? Schnelligkeit von unserem Wünschelroutengänger vielleicht? Schnelligkeit, Maulwürfe graben schneller. Die Schnelligkeit vom Wünschelrückgänger wäre vielleicht nochmal nicht verkehrt. Und im Stall die Herdengröße, nö, Schnelligkeit können wir uns nicht leisten. Okay. Landauktion. Oh, 54 gibt es hier drüben. Auf mich auszustechen hier. Oh, 1, 2, 3, 4. Wie viel hat die jetzt geboten? 5.000. Okay. So, los geht's. So wie ich das sehe, sind wir jetzt am letzten Platz. Deine Wünschelrückengänger sind jetzt schneller. Das freut mich natürlich. Ich hoffe, die finden jetzt auch was. Ich hoffe, die finden jetzt auch was. Und hier drüben auch nochmal. Gut. Ja, sieht relativ groß aus hier. Und ich baue schon wieder das große Rohr. Durch das große Rohr brauche ich ja immer gleich so viel Wägen. Dann holen wir uns gleich das Upgrade. Dann hier den nächsten Bohrturm. Wenn wir denn mal genug Geld haben. Dann noch mal ein paar Wünschelrutengänger hier hergesetzt. Wo denn? Hier noch mal gleich. Da können wir ja gleich noch mal eins runtergehen. Und gleich daneben auch. Oh, da hat er ja noch mal ganz knapp den Felsen gestreift hier.
So, und gleich daneben auch noch. Okay, hier. Und ein Diamant, aber den können wir natürlich jetzt wahrscheinlich nicht abbauen, denke ich mal. Jedenfalls weiß ich nicht wie. Wir bauen in die Mitte nochmal eine Plattform. Stein, ne? Das ist ja ganz furchtbar. Hier gibt es auch nochmal ein größeres Reservoir. So, und wir brauchen auf alle Fälle nochmal Wagen. Da gibt es jetzt relativ viel, so wie ich das sehe. Mitte Juni, das passt. Wir sind jetzt zur Hälfte durch. Vielleicht sollten wir hier die Rohre noch erhöhen, vergrößern. Schau mal, ob wir hier rüberkommen. Ich darf nicht so viel Rohre bauen. Wir schicken lieber nochmal hier einen Wünschelroutengänger auf die Reise. Wo denn? Wo denn? Wo steht er denn? Das ist der alte hier. Hier nochmal darunter. Okay, wir müssen definitiv hier die Rohre ausbauen. Und vielleicht nochmal ein Wägelchen kaufen. Ich weiß nicht. Ah, hier gibt es noch was. Passt auch. Bauen hier mal die Rohre aus. Damit wir hier, wir sind ja schon im September. Oh, ich habe auf den Preis wieder nicht geachtet, Mensch. Der fällt und fällt und fällt. Können wir hier ein Silo bauen? Ach. Upgrade für das Silo. Ist ja auch gleich wieder voll. So, wir sind jetzt bei 25.000 bereits. Das ist gut, sehr gut. Wir haben hier noch eine große, hier auch nochmal. Wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr reichen. Es ist bereits Dezember, ich baue keine Rohre mehr. Den habe ich jetzt zu spät gesehen hier. Und wir schaffen nicht mal mehr hier das zu leeren. Aber war doch ganz ordentlich, Mensch. Ja, eine kleine war noch übrig. 31.000, 2.400 Vertragsstrafe, Ölaustrittsstrafe. Ja. Die Blanche, ne? Was die hier alles an Kohle sammelt. Die gibt kein Geld aus, die hat immer erst ein Upgrade, die anderen zwei. Wir bauen hier auf und haben sämtliche Upgrades und die hier, die macht gar nichts.
Seltsam. Können wir hier noch was kaufen? Ein Upgrade. Ich bin jetzt eigentlich relativ zufrieden. Außer wieder... gibt es nichts um den um die Ölpreisstrafe, Ölaustrittsstrafe, Ölpreis zu senken. Deswegen gehen wir gleich mal zur Versteigerung. Ah, 54, 49, ja, vielleicht hier. Hart umkämpftes Feld offenbar wieder. ...6.000 jetzt schon. 8.000? Okay, nee, das ist mir jetzt zu viel. Wir gehen hier... ...eher mal hierher. Ich hoffe, die hat ordentlich drauf gezahlt. Ach, das muss man machen. Die Inventarauktion muss man auch machen. Okay. Dann starten wir mal und schauen... Ich bin da jetzt nicht so erpicht darauf, es sind ja immer nur ein paar Prozent. 3%. Sie wieder, ne? Oder wer hat jetzt die Blanche wieder, oder? Na klar. Ich glaube, da geht es auch darum dann, wer die meisten Anteile hat, nicht wer alle Anteile hat. Mist. So, Wünschelrückgänger los. Auf geht's. Gerade wenn ich am Kaffee trink, nipp. Und hier drüben auch noch. Diesmal lassen wir die. Diesmal lassen wir die Rohre mal so. Damit wir hier vielleicht. Hoppla. Besser bauen können. Oh, ein kleines Feld nur. Eigentlich brauche ich hier gar nicht runter zu graben. Ich hole mir einfach wieder einen Wünschelrutengänger. Und der kann doch hier für mich untersuchen. Dann brauche ich ja nicht immer irgendwie nur auszutesten. Und 100 Dollar für so einen Wünschelrutengänger ist ja nichts. Also das passt ja. Wenn ich so hier die Strecke rechne, dann... ist das um einiges mehr. Kostet hier schon 176 so eine Strecke. Nur zum Testen, ob hier noch irgendwo was ist. Ja, was ist denn jetzt wieder los? Eieiei. Wir brauchen mehr Pferde, so wie es aussieht. Und wir müssen auch noch upgraden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Wir müssen auf alle Fälle hier weiter nach unten. Kommen jetzt endlich mal auf 750 vielleicht. So, hier ist ein Riesenfeld, sehr gut. Wo denn? Hier drüben noch mal. Da sehe ich aber irgendwie nichts. Wahrscheinlich vielleicht noch etwas tiefer. Ja, jetzt macht er an der gleichen Stelle Rabatz, Mensch. Ich
gehen hier mal ein bisschen nach links. Schauen wir mal, ob wir da was finden. Offenbar nicht. Ist ja Quatsch hier. Ich denke mal, das erhöht sich jetzt hier von selbst. Okay, wir kommen immer tiefer. Das heißt, wir müssen hier mal nach unten bohren. Und hier ist er auch schon. So, dann haben wir hier das auch noch. Was ist mit dir? Wieso springst du hier immer noch rum? Verstehe ich gerade nicht, wieso der immer noch hier ist. Ich sehe hier nichts, Mensch. Ah, hier ist nochmal eine. Okay. Okay, jetzt müssen wir die Rohre aber upgraden, weil uns die Zeit davon läuft. Die Zeit läuft uns davon, ja. Und wir haben fast zu wenig Wagen. Na, es klappt gerade noch so. Hier ist bereits Sense. Und hier wird es auch schon leer. Wir setzen noch mal einen aus. Vielleicht bekommen wir noch kurz irgendwo ein weiteres Feld. Oh, hier ist auch schon leer alles. Unser Wünschelroutengänger verzieht sich, es gibt nichts mehr. Dann dampfen wir auch mal ab. Und wir haben alle erwischt. Perfekt. Sehr schön. Aber trotzdem nur 17.000 Dollar. Hm. Magere Ausbeute. Gut, wir sind bei 67.000. Sie ist bei 62.000. Wir gehen ins Rathaus und schauen uns die Auktion wieder mal an. 2% Stadtaktien. Ich sage jetzt mal, alles unter 10.000 gehört uns. So, 8.000. Dann noch eine Parzelle steigern. Vielleicht schaffen wir jetzt sogar noch hier, das sind ja noch zwei Durchgänge. Das machen wir gerade eben noch. Wir wählen hier mal die 35er, hier direkt daneben. Eigentlich wollte ich doch hierher. Gut. Und los geht's. Ich finde die Musik so ungemein schön beruhigend. Die nervt auch nach der fünften Stunde nicht. Richtig schön. So, ich spule jetzt mal ein bisschen vor, damit das alles ein bisschen schneller geht. So. Zweimal Wägen. Wir rüsten gleich mal die Wägen auf, bevor wir überhaupt irgendwas machen. Die natürlich auch noch zuordnen. Ich baue mal eine neue Plattform. Der Preis fällt gerade wieder. Auf beiden Seiten. Mist. Hier steigt er jetzt links. Sehr gut. Ein neuer Wünschelroutengänger. Hat er hier nochmal was gefunden? Und Felsen. Hier ist nochmal ein Feld. Das war's offenbar.
glaube, langsam komme ich dahinter. Mein Gott. Gerade wollte ich sagen, langsam komme ich dahinter, wie gespielt wird. Und verkaufe für Billigstpreis hier. Während der andere hier ordentlich was zahlen würde. Gut, nochmal ein Wägelchen, sicherheitshalber. Hier auch nochmal, kommen wir hier vielleicht so rüber. Wir müssen hier auf alle Fälle die Rohre ausbauen. Das sieht mir nach einem riesigen Feld aus. Hat er jetzt? Jawohl, gut. Wir kaufen einfach so lange jetzt die Wünschelrutengänger, bis die wirklich nichts mehr finden. Ich denke, das ist die beste Strategie hier. Er läuft noch immer hier rum. Und er ist weg. Es gibt nichts mehr. Sehr gut. Also vielleicht auch nicht sehr gut, aber ja. Besser als würden wir hier noch sinnlos rumgraben. Die Pferde kommen auch alle gut zurecht. Wir verkaufen nur wieder an den Falschen. Es ist bereits November. Wir werden wahrscheinlich nicht fertig werden hier mit der Leitung. Ich denke mal eher nicht. $15.000. Oh, ganz knapp, Mensch, ganz knapp. Keine Vertrags-, keine Ölstrafe, $17.000. Die Daisy, aber jetzt hier, Mensch. So, dann letzte Runde im Rathaus. Wie immer alles unter 10.000. Kaufen wir diesmal 4%. Das heißt, wir wären dann drüber. Nein. Wer hat denn jetzt gedrückt? Die Daisy? Yep, die Daisy. Na gut. Letzten Parzellen werden ausgegeben. Hier oben. Oh, hier oben ist eine 45er. Hört auf jetzt zu überbieten. Seid ihr denn wahnsinnig? Nö, es ist mir nicht wert. 25, wir gehen hier mal hier rein. Ich hoffe, du bist zufrieden hier. Gut, letzte Runde. Wie immer zweimal Wünschelrutengänger. Zweimal Pferdchen plus Upgrade. Und hier drüben auch nochmal. Sehr gut. Sieht mir nach einem etwas größeren Feld aus hier. Wir warten aber noch etwas mit dem Vergrößern der Rohre.
Wir holen uns nochmal Wünschelrutengänger. Ich hoffe, die zeigen nicht wieder den gleichen Platz an. Ah, knapp vorbei. Und ganz rechts wieder noch. Okay. Wo steigt der Preis? Hier sind wir bei 0,64. Der fällt da auch noch. So, nach unten. Wieder ordentlich vorbeigesemmelt hier. 91, gut, passt. Hier gibt es nochmal, da können wir doch vielleicht... Oh, Stein. Wo ist denn hier noch was, bitteschön? Hier ist irgendwie gar nirgends was. Okay, nochmal was gefunden. Und hier müsste ja auch noch irgendwo was sein. Verstehe ich nicht. Oder ist das der gleiche? Jetzt ist nämlich er verschwunden. Hä? Jetzt müssen wir hier nochmal ein bisschen durchgraben. Verstehe ich gerade überhaupt nicht. Seltsam. Na gut. Wir sind immer noch erst bei 4.500 Dollar. Vielleicht sollte ich die Wünschelrutengänger wirklich einzeln einsetzen. Damit sich die nicht irgendwie in die Quere kommen. Hier ist nochmal ein kleines Feld, minimalst. So, und er läuft immer noch hier rum. Verzieht er sich jetzt? Jep, er ist weg. Das heißt, es gibt nichts mehr. Ein unglaublich kleines Feld. Er müsste doch eigentlich hier auch verschwinden. Oder gibt es hier noch mal was? Hier gibt es noch ein kleines Feld. Es ist bereits September. Wir machen mal die Rohre etwas größer. Ich habe wieder natürlich überhaupt nicht aufgepasst, wem wir unser Öl verkaufen. Und hier braucht er relativ lange. Ob wir das leer bekommen? Wir hier vielleicht noch ein bisschen helfen. Es wird nicht reichen. Hier ist auch noch alles voll offenbar. Schade. Und ich passe wieder gar nicht auf den Preis auf. 11.000 gerade mal. Oh, schade. Na gut, 12.000. War jetzt nicht unbedingt, ja, trotzdem wieder noch besser. Ich verstehe das nicht. Wir ziehen wieder um. Dieses Mal geht es in die Ebenen, die profitables, aber schwieriges Naturgas haben. Lass uns mit dem Bieten beginnen. Okay, das ist jetzt quasi der dritte Bereich. Ja, dann holen wir uns einfach hier auch mal was. Ist ja egal jetzt was, weil das war es nämlich jetzt schon mit diesem Stream. Was steht denn hier noch? Möchtest du wissen, wo sich das Gas befindet? Ich trainiere meine Maulwürfe, um es zu riechen. Gas, okay. Kaufe meine neue Maschine, um Gas zu deinem Vorteil zu nutzen. Es gibt also neben den Diamanten jetzt auch noch Gas. Ja, das könnt ihr dann auch gerne mal selbst rausfinden. Turmoil ist ja jetzt nicht so teuer und ja, im Sale oder so kann man sich ja auch das Ganze mal kaufen. Habe ich ja auch gemacht.
Ich finde es super. Ich werde es wahrscheinlich noch weiter spielen und werde es mir auch noch weiter anschauen. Ich hoffe, euch hat es bisher gefallen und vielleicht machen wir dann auch noch mal ein komplettes Let's Play von Turmoil. Diesmal dann auch mal ohne den amerikanischen Akzent, ohne den schlechten amerikanischen Akzent. Und ja, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, habt ein schönes Leben und bis zum nächsten Mal. Servus.